I'm not Eric. I think he has my son. Who is he? What's he going to do? If Eric has your son, Wanderer, there'd be no hope for him. Now get you from my door! Okay. The fuck? Okay, er hat sein Haus angezündet. Die Wahnsinnige, mit sich selbst zu tun. Okay. Steht die Tür offen? Da waren wir schon drin. Wahrscheinlich. Ja, hier waren wir schon. Das ist Bandehaus. Oh, ein Zettel. Die Waage. Der Hirt. An alle mündigen, körperlich tauglichen Männer und Jungen. Hartis und Skulls Herrschaft in den Tunneln wird bald vorüber sein. Wir wollen die Waage in die Schlucht am Gebirgspass einfangen. Alle mündigen Männer und Jungen sollen sich am dritten Tag des nächsten Mondes vor Morgengrauen am Tor in Vidarbi versammeln. Wir werden die Bestien mit Schlachtabfällen in die Schlucht locken und die Türen für immer hinter den verdorbenen Brüdern verschließen. Wer seine Hilfe verweigert, dem droht die Strafe des roten Eisen. Hirtmann im Namen von Jankl, Geier Mirsek. Kek. Okay. Und er hat sein Haus angezündet. Verbrennt jetzt bei der Benin Neighbor. Okay, über die Brücke kommen wir nicht rüber. Vielleicht mal hier entlang. Jetzt wieder was zu lesen. Fehlende Tochter. Geschichten der Dorfbewohner. Verflucht sei der alte Bastard Erik. Verflucht sei er. Jungen war heute Morgen nicht aufzufinden. Er muss es gewesen sein. Haben im Brunnen und an der Brücke im Dorf gesucht. Aber Jungen hat sich schon immer vor Wasser gefürchtet. Haben Stiefelabdrücke vor dem Fenster gefunden. Noch mehr davon drinnen an Jungens Bächen. Er ist fast 5 Jahre zu früh dran. Wieso? Was ist nun in ihn gefahren? Wenn ich daran denke, wie mein kleines Mädchen auf diesen Berg geschleppt wird und solch ein Schicksal erleidet. Die Dorfbewohner haben sich versammelt und sind sich einig, dass der Wolf sein Wort geboren haben muss. Die teuflische Bestie muss nach noch mehr Kindern lechzen, um ihren verfluchten, unsättlichen Hunger zu stillen. Und wir sollen die Ungerechtigkeit erdulden. Das müssen wir. Wir sind machtlos gegen ihn, haben sie gejammert. Machtlos. Das Mannsvolk sagt, es dient alles einem höheren Wohl. Hab ihnen vor die Füße gespuckt und der ganze feigen Brut lebt wohl gesagt. Ich kann den Anblick von Eriks Haut auf dem Hügel nicht mehr ertragen. Eriks Haus. Wer ist denn dieser Erik? Von dem haben wir viel gehört jetzt hier. Scheint auch nicht viel beliebt zu sein. Jetzt war es der sich gerade in dem Haus, gerade sein Haus angezündet und sich selbst darin. Ich glaube, der lebt nicht mehr, der Erik. Der war einer von denen damals. Oh, thank God. Hello? Oh,
Excuse me, my son's been taken, and I just... Oh, you're too late, bastard! Too late! It's done! Huh? I'm looking for my son. An old man with a white beard took him, and I think they came this way. Please, have you seen them? It's done! Don't you see? You whore son! You shan't take her from me now, Eric! You shan't take her! I don't know what you're talking about. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? Does he have my son? Please, I need to know! The wolf! You simpering bitch! The wolf! The bastard was to take my little one. Simpering bitch. Sehr schön. But I sent her on with a kiss. Tolle Beleidigung. I sent my little girl on. Oh my god. Please, don't tell me that's your daughter. Look what you made me do! Look at her! You hateful! It's me skeletic loss. My baby! My beautiful mom! Okay, ich muss da mal weiter. Tut mir leid, aber. No. I had to do it. Ich bin normal. Bastard! Bitch! The wolf will never accept a child so cold. Wenn du mir nicht weiterhelfen kannst, ich muss dann mal. Mein herzliches Beileid, aber ich habe mein eigenes Kind zu finden. Oh. Nun, das mal kein Reflektor von ihr ist. Automarkreflektoren. Und Breadcrumbs. Okay, habe ich jetzt alle gefunden. Eine Brotkrumme. Ach, Erik ist dein Führer. Okay. Okay, und nun? Ich habe eine Sackgasse. Wir haben am anderen Ufer noch irgendwo lang. Es war schon ganz richtig dort an dem Ufer, aber wie kommen wir... Da oben ist noch ein Licht, vielleicht kommen wir da irgendwo lang. Okay. Ich versuche es mal hier lang. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut aus. Das ist ja die brennende Hütte. Eine Violine. Wesley Fick. Andere Geschichten. Geheimnisvolle Musik zu hören, sie lockt die Menschen herbei und zwingt sie zum niemals endenden Tanzen. Das muss die Fiedle von Wesley Fick sein. Okay, wir nehmen die Fiedle von Wesley Fick. Mit. Brauchen wir vielleicht noch später. Vielleicht können wir dem alten trauernden Mann etwas vorspielen, damit er wieder fröhlich wird. Ich weiß auch nicht. Okay, hier scheint eine Sackgasse zu sein. Dann können wir hier irgendwo hoch.
In der Regel nicht. Aber hier kommen wir hoch. Und das Haupthaus. Da brennt noch Licht. Oh Gott. Oh Gott. Alle tot. Ach, du Schreck. Mit der Jahrestruhen. Ein Zettel, ein Buch zum Lesen. Fest und Tod. Geschichten der Dorfbewohner. Diese Nacht wird sowohl Freude als auch Leid bringen. Auf unseren verrotteten Insel sind eigentlich keine Kinder mehr übrig. Außer meinen eigenen beiden Babys, Erik und sein verfluchter Wolf, haben uns fast alle unsere Kleinen beraubt. Wir alle sind uns das Schicksal bewusst, dass uns, die wir die Abmachung mit dem Wolf nicht einhalten konnten, erwartet. Heute wollen wir ein Fest für alle veranstalten, die kommen mögen. Wir werden fröhlich und in warmer Gesellschaft sein und die Götter noch einmal stolz auf uns machen, falls es die Narren jemals waren. Wenn wir zu tief in unsere Krüge gesehen haben, um noch Angst zu verspüren, werden wir alle ein Stückchen vergifteten Mehls trinken, denn hier gibt es sicherlich nichts mehr für uns. Meine eigene Familie werde ich von den Balken hängen lassen. Der Bastard wird unsere Familienehre nicht besudeln, indem er eines meiner Kinder der verdorbensten Kreatur aller neuen Welten. Möge die Götter uns den verfluchten Narren vergeben und wir in alle Ewigkeit trinken und fröhlich sein. Skorn. Die Wikinger. Und sie haben es getan. Sie haben... So sieht es aus. Sie haben alle den vergifteten Met getrunken. Oh mein Gott. Espen, ich muss ihn finden. Da liegen sie in ihren Betten. Und ein weiteres Wikinger Dorf. Okay. Eine Art Stall. Okay, wo geraten wir hier jetzt hin? Ein Aushang. Okay. Gebt acht, der Hirt. Eine Huldra sucht diese Gegend heim. Die Schlampe frisst alles und jeden, den sie in die Finger bekommt. Wenn ihr passieren müsst, so führt stets eine entzündende Fackel mit euch. Die verfluchte Kreatur hasst das nicht. Männer der Hirt. Ah, okay. Wir haben eine Taschenlampe. Es muss reichen. Ich höre Schreie. Ich frage, ob sie meiner Fantasie entspringen. Ob sie echt sind. Bin sowieso überzeugt, dass das alles hier sowieso nur... Oh. Ein Speicherpunkt. Forsburg. Bin sowieso überzeugt, dass hier alles... Der alte Mann in Lederlappen und so. Das ist hier... Die sehen doch alle aus wie Wikinger. Ich habe doch wohl kaum Wikinger gesehen. Da sehe ich hier Geister oder was.
Jetzt wieder runter, da ist der brennende, das brennende Haus. In der Sackgasse. Okay, dann geht's weiter. Die nächste Brücke. Okay. Da geht's einmal hoch und da geht's einmal hinein. Okay. Sind wir hier hineingeraten? Da brennt das Haus. Ich schätze, wir müssen hoch hinauf. Okay, hier ein rot bezeichneter Stein mit vielen Runen. Eine Sackgasse. Müssen wir wirklich unten weiter? Durch die Tür. Die Musik wird gruselig. Ich will gar nicht wissen, was uns hier erwartet. Einfach weg hier. Vielleicht können wir kommen, ohne dass es uns irgendwie... Ach du Schreck! Ach du großer Schreck! I scream, you scream! Okay, wo ist der Safe Point? Hier ist der Safe Point. Ist noch ein bisschen Weg, aber hieß es nicht, sie muss angeleuchtet werden. Sie hasst das Licht. Mit einer Fackel zum unterwegs sein. Ich glaube, Rennen ist nicht verkehrt. Auch wenn wir sie zur Not noch anleuchten können. Sie scheut das Licht. Weg mit dir. Wo muss ich überhaupt hin? Hinauf. Einfach nur weg. Ein Safe Point. Sehr schön. Okay, das ist eine Sackgasse. Nun geh weiter. Blumenfeld. Okay, ich laufe hier einfach querfeld ein. Und hoffe nur, dass ich schon irgendwann mal ankomme. Okay, ein Ladebildschirm. That looks good.